wach. Sie sollen zum Chef kommen. Eine bestimmte Angelegenheit soll ich Unterlagen mitbringen. Ja, den Vertrag fürbringen, Herr Straßburg. Ja, aber der ist doch schon bei der Post. Soll der nicht rausgehen? Ja, ja, der Chef möchte Sie deswegen sprechen. Na, hoffentlich ist er noch nicht weg. Komm sofort. Einen Tisch für zwei Personen. Und es soll ein bisschen nett aussehen. Ja, 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 genau. Also für 8 Uhr. Danke. Dann gehen Sie nur hin. Ach, guten Tag, lieber Sobach. Kommen Sie. Guten Tag, Herr Doktor. Das sind ja die Verträge. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles in Ordnung. Ich habe nur vorhin mit Fürbringer telefoniert. Er braucht die Verträge leider heute Abend. Besprechungen mit Partnern, die morgen früh mit der ersten Maschine nach Paris weiterfliegen. Das soll ich den Text per Telex durchgeben lassen. Nein, wo denken Sie hin? Er braucht die Verträge im Original mit allen Unterschriften. Tja, was machen wir denn da? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Ich habe Fürbringer einen Vorschlag gemacht. Ich habe ihm garantiert, dass ich in meiner Firma einen Mann haben werde, der ihm die Verträge heute noch persönlich bringt. Bringen. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ja, ja. Am besten, Sie fahren gleich los, dann sind Sie heute Abend da. Wo wohnen Sie meistens in Straßburg? Im Parkhotel. Ja, ich lasse ein Zimmer für Sie reservieren. Ja. Ach so, wach. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Sie mir damit einen großen Dienst erweisen. Ja, ja. Was macht eigentlich deine Frau heute Abend? Warum fragst du? Na, du musst als Briefträger nach Straßburg und deine entzückende Frau wird sich langweilen. Oder vielleicht auch nicht. Was willst du damit sagen? Nichts, gar nichts. Meinst du, ich weiß nicht, was man sich erzählt? Was meine Frau ein Verhältnis hat mit dem Chef? Wenn du es weißt, dann ist es ja gut. Tag, Maria. Tag. Kommst du schon nach Hause? Ja. Ich muss gleich nach Straßburg mit dem Wagen. Eine dringende Geschäftsangelegenheit. Was machst du denn in Straßburg? Ich bin als gut bezahlter Briefträger unterwegs. Bleibst du über Nacht? Ja. Ich pack nur noch ein paar Sachen. Ein neues Kleid? Mhm. Gefällt's dir? Ja, steht dir bestimmt ganz ausgezeichnet. Schade, dass wir nicht ausgehen können heute Abend. Tja, leider. Sonst würde ich gerne einen Tisch bestellen. Für zwei Personen. Du musst ja nach Straßburg. Ja. We'll be right back.
denn da? Mein Name ist Sobach. Ich hätte gerne Herrn Frings gesprochen. Aber hören Sie mal, ich kann doch Herrn Frings nicht mitten in der Nacht wecken. Was wollen Sie denn von ihm? Können Sie nicht mal aufmachen? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin der Hausmeister. Was ist denn los? Herr Frings ist mein Chef. Ich hätte ihn gerne gefragt, wo meine Frau geblieben ist. Aber möglicherweise mache ich mir ganz unnötig Sorgen und sie ist hier. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Sie wollen Herrn Frings unbedingt sprechen. Was Sie doch hoffentlich einsehen werden. Und Sie werden sich davon nicht abbringen lassen. Darf ich das so Herrn Frings sagen? Genau so. Warten Sie einen Moment. Ach, kommen Sie doch herein. Bitte warten Sie. Was ist denn los? Nichts. Leg dich wieder hin. Wer ist da? Ich bin's, Herr Frings. Können Sie mal kommen? Entschuldige. Ist was passiert? Da ist jemand, der Sie unbedingt sprechen will. Ein gewisser Herr Sobach. Er fragt nach seiner Frau. Lassen Sie ihn auf keinen Fall ins Haus. Er ist schon drin. Er wartet in der Diele. Wie konnten Sie den Mann hereinlassen? Der war nicht aufzuhalten. Maria, zieh dich an, dein Mann ist da. Er soll im Wohnzimmer warten, ja? Schöne Bescherung, was? Wie kommt er denn hierher? Verstehe ich nicht. Ich denke, du hast ihn nach Straßburg geschickt. Ja, das habe ich. Machen wir ihn jetzt, hm? Ich werde erst mal schauen, was in der Stimmung ist. Reg dich nicht auf. Na, Sobach? Ich dachte, Sie sind in Straßburg. Ist meine Frau bei Ihnen? Ihre Frau, lieber Sobach, die ich sehr schätze, sehr verehre. Ist sie hier? Ja. Sie ist hier. Frau Sober. Geh raus, setz dich in den Wagen. Lieber Freund, wir werden uns doch richtig verhalten. Ich denke ununterbrochen darüber nach, was das ist. Richtiges Verhalten. Wir werden jede Aufregung von uns fernhalten. Weil es so am bequemsten ist? Wenn Sie sich gekränkt fühlen sollten, lieber Sobach. Man könnte überlegen, wie diese Kränkung zu mildern ist. Möchten Sie auch rein? Zeigen Sie mir, wo meine Frau geschlafen hat. Menschenskind, machen Sie doch keinen Fall daraus. Wo hat sie geschlafen? Na, wo denn wohl? Na, sind Sie jetzt befriedigt? Nicht unglücklich.
Mann Gottes, überlegen Sie doch. Wollen Sie sich ins Gefängnis bringen? Das ist keine Frau wert. Links. Herzschuss. Der Tote heißt Albert Frings, ist von einem gewissen Sobach erschossen worden. Ich habe ihn festgenommen. Wahrscheinlich Mord aus Eifersucht. Er hat seine Frau hier im Bett gefunden. Klarer Fall also. Ja, nicht ganz. Er bestreitet, den Schuss abgegeben zu haben. Wo ist Berger? Der ist unten, dein Hausbewohner. Gut, ich gehe mal runter. Okay. Na, wie weit sind Sie? Wir sind bald fertig. Aha. Das sind die Zeugen. Ich bin Oberinspektor Derek. Guten Abend. Sie alle sind Zeugen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie alle Fragen, die ich an Sie stelle, wahrheitsgemäß zu beantworten haben. Darf ich Sie zunächst um Ihren Namen bitten? Ich bin Gustav Frings, der Bruder des Toten. Ich habe mein Schlafzimmer oben im zweiten Stock. Das ist Martina Frings, meine Schwägerin, die Frau des meines Bruders. Auch sie hat ihr Schlafzimmer oben im zweiten Stock. Das ist der Fischer, der Hausmeister, der im Souterrain wohnt, mit seiner Enkelin. Ich möchte jetzt mit jedem von Ihnen sprechen. Einzeln. Herr Berger? Bitte warten Sie alle draußen. Ich war im Souterrain, als ich den Schuss hörte. Ich lief sofort hinauf und kam ins Schlafzimmer. Die Tür war offen. Da stand er. Der Mann hatte die Pistole noch in der Hand und war total fertig. Schön, Sie haben also mit Ihrem Mann kein gemeinsames Schlafzimmer. Nein, seit Jahren nicht mehr. Bitte erzählen Sie weiter. Ich wurde wach durch diesen Schuss. Ich wusste sofort, dass etwas passiert sein musste. Warf meinen Mantel über, ging hinaus, traf auf dem Gang meinen Schwager. Er rief sofort, hier hat jemand geschossen. Ich sagte, ja, bleibe hier, ich werde nachsehen, was passiert ist. Ich ging hinunter, ich wollte zu meinem Bruder. Ich ging in sein Schlafzimmer und sah diesen Mann, den ich nicht kannte, mit einer Waffe in der Hand, vor meinem Bruder, der erschossen am Boden lag.
Der Mann starrte mich an. Er ging an mir vorbei, völlig abwesend, wie jemand, der träumt. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab. Ich habe nicht geschossen, ich war es nicht. Bitte kommen Sie mit, ich werde Ihnen zeigen, wie es war. Ich habe... Ich hatte den Revolver in der Hand. Ich wollte schießen, ich hatte ihn ja mitgebracht, um ihn zu erschießen. Aber ich konnte es nicht, ich konnte es nicht. Und dann habe ich den Revolver weggeworfen und bin raus. Nicht nur raus, 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 weg hier, raus. Und... als ich dann draußen war, da hörte ich den Schuss. Dann bin ich zurück ins Schlafzimmer gerannt und da lag er auf dem Bett. Ich bin mit dem Fuß gegen meinen Revolver gestoßen, dann habe ich ihn aufgehoben, bin zu ihm hin und habe gesagt, Frings, Herr Frings. Und dann habe ich ihn berührt und dann ist er runtergefallen. Er war tot. Kommen Sie, Frau Sobach. Kommen Sie bitte. Ja, ich war schon draußen. Ich stand neben dem Wagen. Ich war noch wie gelähmt. Ich sah auf die offene Haustür. Plötzlich kam mein Mann raus. Er zuckte zusammen, wie in einem Krampf. Ich dachte, er übergibt sich. Und, Walter? Dann fiel der Schuss. Die Frau hat ein schlechtes Gewissen. Sie will ihrem Mann helfen. Ich meine, die hat auch allen Grund dazu. Sie hat ihn betrogen und will ihn jetzt nicht auch noch zum Mörder machen. Zugegeben, ihre Schilderung war sehr eindrucksvoll. Ja, aber die von Sobach auch. Ich meine, wir kennen es doch. Die Mörder verdrängen ihre Tat so lange, dass sie zum Schluss selber glauben, dass es sich ganz anders abgespielt hat. Und zwar so, wie sie gerne möchten, dass es sich abgespielt hat. Guten Tag, Frau Sobach. Guten Tag. Kann ich hereinkommen? Bitte? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ihr Mann ist in Untersuchungshaft. Ja. Ja. Schreckliche Situation. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich kann Sie nicht stehen sehen. Danke. Wie lange kannten Sie meinen Bruder? Seit 4 Monaten. Wo und wie haben Sie ihn kennengelernt? Auf einem Betriebsfest. Ich war Sekretärin in der Firma, in der Auslandsabteilung. Ja, mein Bruder hat immer eine Schwäche gehabt für schöne Frauen. Und er hat sich nicht damit begnügt, ihren Anblick zu genießen, er wollte sie haben. Und das unter allen Umständen. Er nahm keine Rücksicht auf nichts und niemanden. Warum erzählen Sie mir das? Weil es im Prozess gegen Ihren Mann zur Sprache kommen wird. Man wird den miserablen Charakter meines Bruders entdecken. Hat er nicht Ihren Mann nach Straßburg geschickt? Einen Angestellten, den es galt, für eine Nacht aus dem Weg zu räumen. Das alles wird die Geschworenen, die Richter veranlassen, die Tat milder zu beurteilen. Man wird die außerordentliche, die verständliche Erregung des Angeklagten in Rechnung stellen. Mord aus niedriger Gesinnung wird man ihm nicht vorwerfen können.
Er wird ein paar Jahre bekommen und sicher vorzeitig entlassen werden. Die Tat, die eigentliche Tat, wenn man es genau nimmt, hat mein Bruder begangen. Er ist der Urheber für das, was gestern Nacht geschehen ist. Er hinterlässt eine Verantwortung. Er hinterlässt sie mir und der Familie. Eine Verantwortung, die auch Ihnen gilt, Frau Sobach, und Ihre Zukunft. Ich verstehe Sie nicht. Finanzielle Sorgen sollten Sie sich keine machen. Das alles wird geregelt werden. Um Ihnen das zu sagen, bin ich hier. So, Frau Sobach, herbestellt? Ja, sie wartet schon. Sehr gut. Wir müssen eine Überraschung erleben. Ja? Sie hat Ihre Aussage zurückgezogen. Was? Frau Sobach, bitte. Guten Tag, Frau Sobach. Guten Tag. Ich höre gerade, Sie korrigieren Ihre Aussage. Sie sagten, ich stand neben meinem Wagen, ich sah meinen Mann herauskommen, er zuckte zusammen wie in einem Krampf. Ich dachte, er übergibt sich. Und dann fiel der Schuss. Sie sehen, ich kenne Ihre Aussage auswendig. Und nun stimmt sie auf einmal nicht mehr. Nein. Warum? Ich habe nicht neben dem Wagen gestanden, sondern im Wagen gesessen. Ich konnte meinen Mann gar nicht sehen. Ach so, Sie haben eine falsche Aussage gemacht, um Ihrem Mann zu helfen. Ja. Und nun wollen Sie ihm auf einmal nicht mehr helfen? Tja, Frau Sobach, es ist immer sehr schwierig für uns, wenn jemand eine Aussage macht und sie dann widerruft. Man fragt sich da unwillkürlich, was stimmt denn nun? War die erste Aussage falsch oder ist es die zweite? Bitte kommen Sie mal mit, Frau Sobach. Herr Sobach, Ihre Frau hat gestern eine Aussage gemacht, die Sie entlastet. Diese Aussage hat sie heute zurückgezogen. Sie sagt, sie habe nicht neben dem Wagen gestanden, sie habe im Wagen gesessen und keinen Blick auf die Haustür gehabt. Sie habe also auch nicht sehen können, wie sie herauskam. Verstehen Sie? Sie kann somit nicht bezeugen, dass Sie vor der Haustür waren, als der Schuss fiel. Maria? Maria, aber ich habe dich doch gesehen, ich habe dich doch neben dem Wagen stehen sehen. Wir haben uns doch angesehen. Nein. Nein, ich habe im Wagen gesessen. Maria? Ich habe im Wagen gesessen. Konnte ich gar nicht sehen. Frau Maria, ich flehe dich an, warum sagst du denn die Unwahrheit? Warum tust du das denn? Du weißt doch ganz genau, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Warum lügst du denn? Du lügst, Maria, du lügst doch! Du weißt doch ganz genau, dass du lügst. Warum tust du das denn? Maria, das muss doch irgendeinen Grund haben. Warum denn, Maria, warum denn? Du musst mir doch jetzt helfen. Maria, du musst mir doch helfen.
Wir wissen noch zu wenig von den übrigen Leuten im Haus, beispielsweise von Frau Frings, die im selben Haus lebt, in dem ihr Mann sie betrügt. Was für eine Frau ist denn das? Hat sie die Demütigung ihres Mannes hingenommen oder hat sie sie nicht hingenommen? Und dann Gustav Frings. Wie stand er zu seinem Bruder? Herr, wenn es so wäre, wie der Sobach sagt, dann müsste ein anderer eine unglaubliche Situation ausgenutzt haben. Die Frage ist, wer? Guten Tag, Herr Fischer. Guten Tag. Bitte kommen Sie herein. Danke. Ist jemand da? Herr Frings, Frau Frings? Herr Frings ist da. Frau Frings ist in die Stadt gefahren. Wird aber jeden Augenblick zurückkommen. Sagen Sie bitte, Herr Frings, dass wir hier sind. Bitte warten Sie im Wohnraum. Die könnten doch alle unter einer Decke stecken, auch der Hausmeister. Auch das wäre möglich. Die Kleine haben wir noch gar nicht befragt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie habe warten lassen. Ich war oben. Ich habe da eine Art Büro. Ich sehe mich konfrontiert mit einer Menge von Problemen seit dem Tode meines Bruders. Weswegen kommen Sie? Nun, wir haben da noch... Wollen Sie nicht Platz nehmen? Oder vielleicht gehen wir nach draußen. Also, wie gesagt, wir haben noch Fragen zu dem Fall. Fragen? Ja. Der Fall ist doch geklärt. Fast geklärt. Es fehlt noch das Geständnis des Täters. Er hat es noch nicht abgelegt? Nein. Herr Sobach bestreitet, und zwar leidenschaftlich, Ihren Bruder erschossen zu haben. Wie kann er das? Bitte. Gegen drei Zeugen, von denen ich einer bin. Ich habe ihn gesehen. Am Tatort. Vor der Leiche meines Bruders. Die Waffe in der Hand. Wird meine Aussage etwa bezweifelt? Na, dann müssen wir ja alle Aussagen bezweifeln, nicht? Ja, auch die von Frau Frings. Und die des Hausmeisters, ja. Ist gar nicht unsere Absicht. Uns beschäftigt die menschliche Seite des Falles. Ihr Bruder schickte einen Angestellten auf Geschäftsreise nach Straßburg, um dann ungestört mit der Frau dieses Angestellten ausgehen zu können. Er bringt diese Frau mit ins Haus, wo seine eigene Frau ihr Schlafzimmer einen Stock höher hat. Das ist, wie soll ich es nun nennen? Das ist rücksichtslos, kaltblütig. Beides ist richtig. Er war sowohl das eine wie das andere. Aber dass Menschen rücksichtslos und kaltblütig sein können, wird Ihnen ja nicht neu sein. Sagen Sie, hatte Ihr Bruder öfters solche Frauengeschichten? Sehr oft. Er kannte wohl nur diese Art von Lebensgenuss. Und wie reagierte seine Frau darauf? Sie war nicht sehr erfreut. Hat sie ihm Vorwürfe gemacht? Nein, sie wusste, dass es sinnlos war. Sie hat sich also damit abgefunden, dass ihr Mann sie betrog? Abgefunden? Sie liebt ihn nicht mehr. So entging sie der Zerstörung. Wenn man liebt, ist man anfällig und der Zerstörung durch den anderen ausgesetzt. Seit wann bestand diese Ehe? Seit 5 Jahren. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Es wurde im Wesentlichen bestimmt durch meine Behinderung. Ein Mensch, der krank und nicht mehr schnell genug ist, verliert merkwürdigerweise an Ansehen und Respekt. Vor allem in der eigenen Familie. Wie ist das passiert? Eine Explosion in einem unserer Labors. Wann war das? Vor 5 Jahren. Frau Frings? Polizei ist im Haus. Weswegen? Ich weiß es nicht.
Guten Tag. Ach, guten Tag, Frau Frings. Guten Tag. Tag, Martina. Es geht um nichts Besonderes. Man interessiert sich für die menschliche Seite des Falles. So habe ich Sie doch richtig verstanden. Exakt. Man fragt nach deiner inneren Beziehung zu deinem Mann. Ich sagte, dass diese Beziehung nicht mehr besteht. Seit langem nicht mehr besteht. Logischerweise. Ja, das ist richtig. Dennoch muss sie doch die Tatsache, dass ihr Mann seine Freundin mit ins Haus brachte, ungeheuer gekränkt haben. Nein, nicht sehr. Nicht sehr. Wenn dies der Fall war, dann haben wir uns oben aufgehalten. Wer wir? Mein Schwager und ich. Er hat mir sehr geholfen in den letzten Jahren. Ach, Herr Fischer? Ja. Sagen Sie, können wir mal mit Ihrer Enkelin sprechen? Meine Enkelin? Ja, die war doch gestern Abend dabei. Ja, ja. Allerdings nicht unmittelbar. Sie hat den Mann gesehen, als er hereinkam. Dann habe ich sie wieder hinuntergeschickt. Sie kam erst wieder herauf, aufgeschreckt durch den Schuss. Wo ist sie denn jetzt? In der Küche. Danke. Ja, nein, 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 nein. Wir möchten mit dir allein sprechen. Na, Elke, helfen Sie hier im Haushalt? Ich bin hier angestellt. Wie alt sind Sie, Erika? 16. Sie gehen nicht mehr zur Schule? Nur in die Berufsschule. Ja, ich verstehe. Sie leben hier bei Ihrem Großvater. Ja, meine Eltern sind tot. Wo waren Sie gestern Nacht, als Sie den Schuss hörten? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja, ja. Als ich den Schuss hörte, wo ich war. Ich war in meinem Zimmer und hatte eine schreckliche Angst. Sie sind nicht hinaufgegangen? Doch, aber erst später. Als ich Stimmen hörte, da bin ich hinaufgegangen und sah sie alle. Vor dem Schlafzimmer. Danke, ihr. Fischer? Ja? Besuchen Sie uns morgen früh um 9 Uhr im Präsidium. Danke. Sobach ist völlig zusammengebrochen. Er weinte und schrie den ganzen Tag. Wir mussten ihn in die Krankenabteilung legen. Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! So, bitte. Guten Tag, Herr Fischer. Guten Tag. Ich wollte Sie eigentlich gestern schon befragen. Ich habe dann davon Abstand genommen in Gegenwart von Herrn und Frau Frings, um die es mir geht. Und um den Toten natürlich. Bitte setzen Sie sich. Danke. Ja. Und nun frage ich auch Sie, was für ein Mensch war Albert Frings? Kein guter. Nicht in dem Sinne, in dem eine solche Bezeichnung gewöhnlich gebraucht wird. Können Sie das näher erklären? Er kannte nur sich selbst. Allein sich selbst. Er war das Maß aller Dinge. Was verstehen Sie darunter? Ich verstehe darunter, dass er sich selbst als Maßstab setzte. Was er tat, hielt er für richtig. War richtig. Brachte er öfter seine Freundin ins Haus? Ja. Öfter. Was sagte denn seine Frau dazu? Nichts. Sie blieb dann oben im Zimmer. Ja, und warum kam sie nicht herunter? Hatte ihr Mann es ihr verboten? Nein. Das war ihm gleichgültig. Und sein Bruder? Er blieb auch oben. Also die Stimmung in dem Haus, die muss qualvoll gewesen sein. Zumindest. Das berührte Herrn Frings nicht. Herr Fischer, wir haben uns in der Firma von Herrn Frings ein bisschen umgehört. Wir haben dabei interessante Einzelheiten erfahren. Frau Frings, also Martina Frings, die war vor 5 Jahren verlobt mit Gustav Frings. Ja. Der dann nach einer Detonation im
Labor für längere Zeit ins Krankenhaus musste. Auch das ist richtig. Und als er dann halbwegs wiederhergestellt war, da fand er seine Verlobte als Frau seines Bruders wieder. Herr Albert Frings war ein Mann, gegen den man sich schwer wehren konnte. Er konnte ungeheuer freundlich sein, sonst hätte er den Erfolg bei Frauen nicht gehabt. Immerhin hat er seinem Bruder die Frau weggenommen. Ich meine, das ist doch ein kleiner Unterschied. Oder sehe ich das falsch? Er hatte zunächst mit sich selbst zu tun. Die entsetzliche Brandwunde, die Verletzungen am Arm, im Gesicht, das Bein, das nicht heilen wollte. Aber er muss doch seinem Bruder Vorwürfe gemacht haben. Ich meine, sowas erzeugt doch Hass. Was wollen Sie eigentlich von mir hören? Das Haus, von dem die Rede ist, ist ein unglückliches Haus. Das kann nicht bezweifelt und nicht bestritten werden. Sie wissen ja, dass Sobach den Mord bestreitet. Er sagt, ich wollte es tun. Ich hatte zu diesem Zweck die Pistole mitgenommen. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe die Pistole weggeworfen. Wenn sie nun ein anderer aufgehoben hat. Wenn nach 5 Jahren der Quälerei der Kranke, der bemitleidenswerte Bruder, die Gelegenheit ergriffen hat. Na, wenn er geschossen hat. Seinen Bruder getötet hat. Ja. Diese Gedanken machen wir uns jetzt, da Sobach nach wie vor seine Unschuld beteuert. Ich habe eine Aussage gemacht. Ich sagte, ich sah Sobach aus dem Schlafzimmer kommen. Er hatte einen Revolver in der Hand. Dieser Aussage habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Fischer, jeder Richter wird Sobach verurteilen. Er kann gar nicht anders. Ich hoffe nur, dass Ihnen allen das klar ist. Sie suchen immer noch einen anderen Täter als den, den Sie haben. Und es regt Ihre Fantasie an, dass Martina Wrings einmal meine Verlobte war. Das kann und das will ich gar nicht leugnen. Bin ich für Sie ein möglicher Täter? Können Sie mir die Frage beantworten? Ich folge nur Ihrem Gedankengang. Mein Bruder hat mir die Frau weggenommen, die ich liebte. Die ich übrigens heute noch liebe. Und Sie glauben, gefunden zu haben, was einen Mordtest möglich macht. Ein Motiv, meinen Bruder zu töten. Ja, ich habe ihn getötet. Unzählige Male. Aber wen bringt man nicht alles in Gedanken um? Kaum jemand, der sich nicht ab und zu auf diese Weise Luft macht. Der Übergang vom Gedanken zur Tat, der ist sehr schwer. Ja. Die meisten sind nicht dafür geschaffen, das ist richtig. Ich sage die meisten. Ja, und zu denen gehöre ich auch. Ja? Herr Klein von der Kriminalpolizei. Grüß Gott. Sie haben noch mal. Ist das denn noch nicht zu Ende? Nein, es fehlt das Geständnis. Das Geständnis des Täters, wer es auch ist. Wer es auch ist? Ich wollte Sie nach Ereignissen fragen, die sich vor 5 Jahren hier abgespielt haben. Sie waren damals mit dem Bruder Ihres Mannes verlobt. Ja. Ja, das ist richtig. Aber da war dieses Unglück im Labor. Gustav wurde ins Krankenhaus gebracht, mehr tot als lebendig. Ich war sehr verzweifelt und Albert kümmerte sich um mich in einer sehr rührenden Weise. Sprechen Sie ruhig weiter. Er hat meinen Zustand ausgenutzt, meine Hilflosigkeit. Sie haben ihn geheiratet. Was ihn nicht daran gehindert hat, sie ständig zu betrügen. Das ist ja bekannt. Haben Sie ihn gehasst? Ja, nein. Er hat mein Leben verändert. Verändert? Hat es nicht eher vernichtet? Ein starkes Wort. Aber es trifft zu.
Frau Frings, wir fragen uns, was sich vorgestern Nacht hier unten wirklich zugetragen hat. Wer hat Ihren Mann erschossen? Aber das wissen Sie doch. Das ist doch bekannt. Was fragen Sie mich das jetzt noch? Na, was Neues? Jetzt bin ich auch überzeugt, dass es Sobach nicht war. Ja, was dann? Sein Bruder oder seine Frau oder beide zusammen, was weiß ich. Die beiden wissen etwas und rücken nicht raus damit. Es bleiben also alle bei ihren Aussagen. Ja, auch Frau Frings. Maria Sobach arbeitet in einer Boutique, an der sie beteiligt ist. Hier ist Name und Adresse. Guten Tag, Frau Sobach. Guten Tag. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Bitte? Wenn es sein muss. Wir können ja rausgehen. Ich habe Nachrichten von Ihrem Mann. Es geht ihm nicht sehr gut. Er hat einen Nervenzusammenbruch und befindet sich im Krankenrevier. Tja. Er kommt einfach nicht darüber hinweg, dass Sie Ihre Aussage geändert haben. Tut mir leid, aber dafür kann ich doch nichts. Wie viel wird er denn kriegen? Ich meine, der Richter, der wird doch wohl Verständnis haben für diese besondere Situation. Ein paar Jahre vielleicht. Noch dazu, wenn er sich gut fühlt. Frau Sobach, jeder Tag, jede Minute ist zu viel für jemanden, der unschuldig ist. Also, Sie wollen Ihren Mann. Sie können ihn nicht entlasten. Ich? Ja, wie denn? Wie kann ich das? Diese Antwort liegt bei Ihnen. Seit wann arbeiten Sie hier? Seit heute ist mein erster Tag. Sind Sie hier angestellt? Nein. Ich bin an dieser Boutique beteiligt. Es war ein Angebot, das ich angenommen habe. Wie hoch ist die Beteiligung? 200.000. Hatten Sie so viel Geld? Ich habe einen Kredit aufgenommen, bei einer Bank. Na ja, natürlich. Na ja, es geht mich zwar nichts an, aber hatten Sie denn Sicherheiten? Entschuldigung. Das ist ein gut gehendes Geschäft in einer glänzenden Lage. Das ist die Sicherheit. Ja? Ja? Ja, verstanden. Besten Dank. Wiederhören. Ich habe eine Bombe. Na, dann lass sie mal platzen. Auskunft von der Bank. Für den Kredit an Frau Sobach birgt die Firma Frings. Das heißt, genauer gesagt, Gustav Frings persönlich. Naja, jeder macht mal einen Fehler. Die Herren von der Polizei. Erika kann abholen. Bitte? Guten Abend. Oh, es tut mir sehr leid. Wir stören Sie beim Essen. Nein, wir sind fertig. Kommen Sie nur. Setzen wir uns dort hinüber. Dürfen wir Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Wir werden Sie gar nicht lange aufhalten. Herr Frings, Sie haben für einen Kredit gebürgt, den Maria Sobach beantragt hatte. Ja. Ja, ich habe der Frau Sobach gesagt, dass ich mich ein wenig verantwortlich fühle für Ereignisse, deren Ursache das Verhalten meines Bruders ist. Ich mag die Frau nicht. Bei Gott, ich mag sie nicht, aber meine Verantwortung schließt sie mit ein. Das ist sehr großzügig. Vor allem, wenn man jemanden nicht mag. Ach ja, für mich ist da immer noch eine Frage nicht beantwortet. Welche bitte? Hat Sobach recht, wenn er sagt, er habe nicht geschossen? Und wenn er es nicht war, wer war es? Waren Sie es? Oder Sie? Oder war es sonst noch jemand, was sich hier zugetragen hat? Würde es wirklich jemand von Ihnen zulassen, dass ein Unschuldiger verurteilt wird?
Wenn der Täter, der wirkliche Täter, das tun würde, dann... dann wäre er noch mieser als der Mann, der da erschossen wurde. Entschuldigen Sie bitte. Also viel weiter sind wir nicht gekommen. Naja, wir haben Sie aufgefordert, moralisch zu handeln. War vielleicht ein Fehler. Ja, bis auf die Kleine. Verzeihen Sie, kennen Sie Erika Fischer? Ja, sie ist noch im Fahrradkeller. Sie muss gleich kommen. Danke, danke sehr. Was wollen Sie denn von ihr? Da ist doch jemand ermordet worden. Kommen Sie deswegen? Was wissen Sie denn darüber? Erika hat es erzählt. Das stand ja auch in der Zeitung. Was hat sie denn erzählt? Nur, dass der Mann tot ist und dass es ein Glück für alle ist. Oh, da ist sie ja. Wo müssen Sie jetzt hin? Zum Bus. Dann bring du die junge Dame mal zum Bus, Harry. Gerne, kommen Sie. Guten Tag, Fräulein Fischer. Ich habe hier auf Sie gewartet, weil ich mich mal ungestört mit Ihnen unterhalten wollte. Warum denn? Ach so, von der Polizei sind Sie. Ja, uns interessiert, was die Erika erzählt hat. Nur, dass der Mann erschossen wurde von einem Ehemann, der eifersüchtig war. War sie dabei oder hat sie gesehen, wie er erschossen wurde? Nein, nein, sie sagte nur, endlich hat es jemand getan. Ach, die hat sich noch drüber gefreut. Ja, weil... Weil was? Der Mann hat ihr doch selber mal was getan. Hat ihr selber mal was getan? Der Herr Frings? Das kann man ja jetzt ruhig sagen. Der Mann ist ja tot. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie haben ja gestern Abend meine Unterhaltung mit Herrn und Frau Frings mit angehört. Ich brauche mich gar nicht zu wiederholen. Mich interessiert nur eines dabei. Warum sind Sie eigentlich plötzlich so erschrocken weggerannt? Naja, ich nehme an, Sie fühlen sich den beiden sehr verbunden. Es widerstrebt denen, Sie zu belasten. Aber Erika, ich mache Sie darauf aufmerksam, Sie werden Ihr ganzes Leben belasten, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Sie wollen nichts dazu sagen? Was sagst du denn? Los, komm! Herr Fischer. Was gibt es denn, Herr Fischer? Man will mit mir sprechen. Ich weiß nicht warum. Geh runter, Erik. Was wollen Sie denn von Herrn Fischer? Wo können wir uns unterhalten? Na bitte hier. Kommen Sie herein. Könnte man dabei sein bei dem Gespräch? Nein. Können Sie nicht? Naja, dagegen kann ich wohl nichts haben. Herr Fischer? Komm, Martina.
Herr Fischer, es geht jetzt um Ihre Enkelin. Wir haben gehört, dass Albert Wrings Sie belästigt hat. Sexuell belästigt hat, ist das richtig? Sollen wir Ihre Enkelin selbst befragen? Nein, nein, unter keinen Umständen. Das Kind hat genug gelitten. Ein Mensch, der gerade anfängt zu leben, nur Freundliches gibt, nur Freundliches erwartet, wird in diesem Hause überfallen. Man hat ihr Gewalt angetan. Wann war das? Vor einem halben Jahr. Ich habe keine Anzeige erstattet, um den Schaden, den seelischen Schaden, nicht größer zu machen. Ich habe die ganze Sache heruntergespielt, um ihr fast so etwas wie Normalität zu geben. Entschuldigen Sie das entsetzliche Wort. Kommt zu uns. In diesem Hause sind Menschen ermordet worden, bevor ein Schuss gefallen ist. Ich lasse Ihnen Zeit. Ich ließ den Mann herein. Ich sagte ihm, warten Sie hier, und ging dann, um Herrn Frings zu wecken. Ich sagte Herrn Frings, dass ihn jemand zu sprechen wünscht. Er sagte, schicken Sie ihn ins Wohnzimmer. Herr Gustav Frings war wach geworden. Er fragte, was ist los da unten? Ich sagte, ein eifersüchtiger Ehemann sucht seine Frau. Ich ging mit ihm ins Wohnzimmer. Aber der Raum war leer. Sobach war mit Herrn Frings zurückgegangen, ins Schlafzimmer. Und wir hörten die Stimme von Albert Frings. Mein Gott, das überlegen Sie doch. Wollen Sie sich ins Gefängnis bringen? Das ist keine Frau wert. Das ist keine Frau wert, sagte er. Da ging Herr Frings, Herr Gustav Frings, ins Schlafzimmer. Er wollte mich erschießen. Mich erschießen? Der Wahnsinnige. Gustav, bist du verrückt geworden? So hat es sich abgespielt. Ich entschuldige mich, dass ich so lange gezögert habe, die Wahrheit zu sagen. Ich wollte das Kind nicht allein lassen. Bitte kommen Sie.